Wir haben was vor uns, ihr Hasen. Kommt alle in die Mitte aus gegebenem Anlass. Johanna, setz dich doch hin und setz dir den Kopfhörer gleich auf. Wir kommen zum Herzblatt. Du suchst dein Herzblatt, aber du darfst nicht hören, wer es ist. So, dreh dich von uns. Lala, Johanna. Hallo? Nein? Hallo? Alles gut, gut, pass auf. Wenn es jetzt mit diesen Traummännern nicht funkt, dann weiß ich es auch nicht. Nein. Max. Max, du bist Deutschlands bekanntester Hobbypsychologe, nämlich Reinhold Beckmann. Der glaubt, Johanna verbirgt vor ihm etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Ja? Okay. Olli, du bist ein fundamentaler Christ. Es liegt dir, ja. Der auf dem Kirchentag die Frau fürs Leben sucht. Wo denn sonst? Ja. Ja. Und für Lars haben wir MC Pumuckl, der die ganze Veranstaltung, also diese kleine Kuppelshow, eigentlich für einen Hip-Hop-Breakdance-Battle hält. Oh, ja? Ist das schön? Dann bräuchte ich eine Perücke. Dann befreien wir doch mal Johanna aus ihrer kleinen Kabine. So. Jetzt sind wir okay. Gespannt, was du sagst. Dein Traum wird wahr, pick den richtigen aus und vor allem sag uns, wer die Herren sind. Kandidat Nummer 1. Wir sind bei unserem ersten romantischen Abendessen, erzählen uns ein bisschen von unserer Vergangenheit. Und im Gespräch erfährst du von den 4 plötzlichen Unfalltoten meiner reichen Ehemänner. Wie reagierst du? Das ist eine sehr interessante Frage. Lassen wir uns da mal ein bisschen genauer drüber reden. Wir sitzen uns also am Tisch gegenüber und ich schaue dir tief in die Augen. Ich komme noch ein bisschen näher und schaue dir noch tiefer in die Augen. Und dann sehe ich, dass da irgendetwas nicht so ganz stimmt an deiner Frage. Dass du doch vielleicht ein bisschen übertrieben hast. Da ist doch etwas hinter dieser Fassade. Lass uns da mal drüber reden, Johanna. Was ist das? Das interessiert mich. Okay, das war ja total informativ. Vielen Dank. Kandidat Nummer 2, wie ist denn deine Reaktion? Du. Lass mich darauf mit einem Lied antworten. Und das geht so. Danke für diese tolle Frage. Danke für diese schöne Frau. Ja. Danke, dass du mich treffen möchtest. Er hier ist eine Sau. Oh, was war die Frage? Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrte Kandidaten, das gefällt mir natürlich. Vielleicht kann aber Kandidat 3 noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Deine Reaktion auf meine 4 kürzlich verstorbenen Ex-Männer? Weißt du was? Ich habe keine Lust, auf irgendwelche Fragen dumm zu antworten. Zeig endlich mal deine Moves! Du, das ist nichts, was 2000 Rosenkränze nicht in Ordnung bringen können. Du kannst mich sehen? Kann ich dich vielleicht... Leider ja. Ich würde euch beide gerne am nächsten Montag in meine Sendung einladen. Nächste Frage. Und zwar, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter und ich möchte, dass du meine Eltern kennenlernst. Und besonders mein Vater, Vorsitzender Richter am Kammergericht Berlin, ist eine harte Nuss. Du musst ihn also richtig begeistern und davon überzeugen, du bist der Richtige für mich. Wie tust du das, Kandidat Nummer 1? Das ist sehr interessant. Normalerweise sind ja meine Fragen die besten und investigativsten, aber diese Frage war in der Tat nicht schlecht. Seien Sie bitte ruhig, ich muss mich konzentrieren. Ich schaue Ihrem Vater tief in die Augen. Und ich sage ihm, Herr Klum, mit Ihrer Tochter, da ist doch irgendwas nicht ganz in Ordnung. Die hat doch ein Geheimnis. Worum geht es? Da liegt das an ihrer Kindheit. Hat sie vielleicht einen Verkehrsunfall und hat ein starkes Trauma? Oder hat sie vielleicht sexuelle Unausgeglichenheit? Was ist es? Lassen Sie uns da mal drüber reden, Herr Klum. Das würde ich fragen. Ja, die halbe Stunde muss man sich schon mal nehmen. Ja, Zeit muss sein. Das ist eine äußerst außergewöhnliche Herangehensweise. Kandidat Nummer 2, wie begeisterst du denn deinen Papa von? Mein Papa von dir. Ich hoffe, deinen Papa hast du schon begeistert. Durch meine Eltern kennenlernen ist natürlich ein großer Step, sag ich mal. Aber
ich lebe halt konsequent nach der Bibel. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und ich würde deine Eltern einfach mal, ich meine, wir haben jetzt diese tolle Community hier bei uns in der Stadt. Da kommen diese ganzen Vibrations von den ganzen Leuten, die aus der ganzen Welt zusammenströmen, kommen hier zusammen. Und ich würde mit deinem Papa erstmal in das Zelt da vorne gehen. Da werden gerade alttestamentarische Szenen nachgebartigt. Und in dem Zelt da. Ja. Ja. Oder wir gehen in das Zelt da vorne. Da lesen wir aus dem neuen Buch von Jürgen Fliege und fassen uns gegenseitig an den Bürzel. Also mir ist es egal. Wie du meinst, es ist, geht alles. Kandidat Nummer 3. Deine Antwort auf meinen Papa, wie willst du ihn von dir überzeugen? Naja, ich dachte, ich bringe vielleicht etwas zu trinken mit. Vielleicht eine Flasche Edermeister. Und dann bringe ich einen DJ mit, DJ Kabauter. Und dann machen wir eine Runde. Ja, ja. Kandidat Nummer 3. So sehr ich auch ein großer, großer Fan von Breakdance und sportlicher Musik bin, mit Pumuckl, der da eine hege Begeisterung für pflegt, kann ich mir keine langfristige Beziehung vorstellen. Schade! Kandidat Nummer 1. Danke. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Also, ich persönlich mag ja den Kerner lieber, Herr Beckmann. Das wird wohl nichts. Ich nehme Kandidat Nummer 2. Du und ich auf dem Weltkirchentag. Und du singst mir ein Lied. Weltkirchentag, das kann man doch eigentlich schon, oder? Oder nein? Doch. Und er ist was? Ein Sänger. Auch? Ich glaube, du sollst aber die Religionsgemeinschaft tragen. Er ist sehr, sehr streng. Muslimisch? Das verwirrt mich jetzt. Nein, nein. Katholisch? Ja, ja. Notieren Sie sich bitte alle folgenden Produkte auf Ihrem Einkaufszettel. Und wir sind gleich wieder da.